da stand hier die Mauer. Hier war der Todesstreifen. Wir hatten als Berliner Ruderverein die einzig beleuchtete Ruderstrecke. Und dann war es natürlich eine große Verbrüderung. Ja, 30 Jahre her jetzt. Eine Mauer mitten in der Stadt, von Süd nach Nord, gute 43 Kilometer. 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage teilt sie Berlin. Für die einen wie für die anderen ist die Welt hier zu Ende. Wo stand die Mauer? Einmalige Flugaufnahmen aus dem Februar 1990 und spektakuläre Luftaufnahmen von heute. Flug über Berlin, wie eine Mauer eine Stadt nie loslässt. Wir starten im südöstlichsten Zipfel Berlins. Hier, wo einst die Mauer die Ortsteile Rodo und Altklinike trennt, grasen heute asiatische Wasserbüffel. Seitdem es die Wasserbüffel gibt, müssen die Wiesen im Landschaftspark nicht mehr gemäht werden. Helmut Querhammer und Tochter Lisa schauen heute nach ihren Tieren. Das hat schon einen ästhetischen Mehrwert, wenn man dann hier spazieren geht, eine kleine Runde zum Joggen oder mit dem Hund macht. Und dann halt nochmal Guten Morgen, Büffel. Das ist schon was Schönes. Eine idyllische Szenerie auf dem ehemaligen Todesstreifen. Wir kannten früher den Grenzweg, den Kontrollweg. Und wenn plötzlich die Mauer weg ist und plötzlich keine Militärfahrzeuge mehr fahren, sondern nur noch Radfahrer unterwegs sind, das ist schon eine spannende Sache. Das ist natürlich für die junge Generation Geschichte, die haben das ja nicht miterleben können, aber für mich war das schon ein einziges Wunder, muss ich sagen. 3 Jahre genießen die Wasserbüffel ihr Leben hier. Dann liefern sie bestes Biofleisch. Flug über Berlin, entlang der Innenstadtmauer. Rudo und Altklinike wären bis heute getrennt, wenn es nicht die beiden Straßentunnel Rudower Höhe geben würde. 960 Meter, die die Ortsteile verbinden. Von der Mauerstadt Berlin ist im Südosten der Stadt nichts mehr zu spüren. 1990 sieht das noch so aus. Außen- und Innenmauer. Mehrere hundert Meter Todesstreifen. Signalzäune, Signalmasten, Kontrolltürme, Stacheldraht. Heute die A113. Blick von der Rudower Höhe 1990 und 1961. Rechts die namenlose Brücke über den Teltow-Kanal. Nicht weit von hier Adlershof. Wir verlassen den direkten Mauerverlauf. Das Fernsehzentrum Adlershof ist eine kleine, eigene Stadt mit viel Selbstbewusstsein.
Wer fern sieht, sieht auch Adlershof. Am 21. Dezember 1952 wird in Adlershof Fernsehgeschichte geschrieben. Der deutsche Fernsehfunk startet auf 75 Geräten. Mehr gibt es noch nicht in der DDR. Heute gehört Adlershof zu den großen Standorten für Film- und Fernsehproduktionen in Deutschland. Lukas Flügge ist Mediengestalter hier. Ich war hier bei vielen dabei, also von Sachen wie Mario Barth bis hin zu Sachen, die im öffentlich-rechtlichen Lauf, also Klein gegen Groß oder so zum Beispiel, dann hat die ganzen Musiksachen, Voice of Germany zum Beispiel, das ist natürlich auch eine Sache, die hier gemacht wird. Studios für Talk, Quiz, Talent und Weihnachtsshows und ganz große TV-Duelle. Anfang der 70er wird der Deutsche Fernsehfunk in Fernsehen der DDR umbenannt. Teile der alten Technik überleben die Jahre. Inge Albrecht lernt hier das Fernsehmachen. Ja, kommen schon Erinnerungen hoch. Also so, ich habe hier meine Ausbildung gemacht, Bildtechnik studiert und Schnitt und ich habe fast die gesamten zweieinhalb Jahre dann hier gearbeitet. Es hat wirklich Spaß gemacht und es war ein ganz tolles Arbeiten mit den Leuten. Zwischen Frühstück und Gänsebraten, Schlagersendung oder Fernsehspiel. Für Aufzeichnung und Schnitt ist Inge Albrecht zuständig. Ihr Arbeitsplatz liegt hinter den Studios, in den Räumen der Regie. Hier an der Tür war ein Zahlencode und den mussten wir immer neu abfragen. Vierstelliger Zahlencode. Und den haben wir manchmal selber geändert, damit der Chef nicht reinkam, wenn wir illegale Filme aufgezeichnet haben. Und das passierte manchmal. Es gab hier so eine Kommission, die Filme gesichtet haben, ob sie gesendet werden dürfen oder nicht. Und dann saßen die irgendwo im Gelände und ja, wurde verschaltet, der Film. Und dann haben wir die heimlich alle mitgeschnitten, die Filme, für Privatzwecke. Die aktuelle Kamera ist das Flaggschiff aus Adlershof. Eine Nachricht über Erich Honecker muss immer an erster Stelle verlesen werden. Es gibt eine direkte Telefonverbindung vom Zentralkomitee in die Senderegie. Das wäre für mich der Horror gewesen, weil das war so ein Sicherheitsbereich. Das waren ganz merkwürdige Leute. Wir wussten also, wer da arbeitet, der ist nicht weit weg von der Stadtsicherheit. Also, oder zumindest wird er überwacht. 1984 reist Inge Albrecht nach West-Berlin aus. Es war halt eine gute Arbeit im falschen Land. Flug über Berlin. 43 Kilometer durch die Stadt. Wo war die Mauer? Am Ernst-Ruska-Ufer werden im August 1961 die Brücken abgesperrt und später zugemauert. In den frühen Morgenstunden des 26. Januar 1967 scheitert eine Flucht durch den Teltow-Kanal. Grenzsoldaten eröffnen das Feuer. Im Westen Neukölln, im Osten Treptow-Köpenick. Der Teltow-Kanal ist Grenzfluss, die nasse Grenze. In riesigen Tanks lagern 150 Millionen Liter Diesel auf Neuköllner Seite. ...3000 Arbeiter bauen um 1900 den Teltow-Kanal. Ein 39 Kilometer langer Verbindungsweg. 50 Millionen Goldmark teuer. Der Kaiser weiht 1906 höchst selbst ein. Die Ernst-Keller-Brücke ist Verbindung zwischen Britz und Johannisthal.
Edelweiß Spritz oder Kolonie frisch auf heißen die Kleingartenanlagen auf der linken Seite, Oberer Damm und Holunderbusch auf der rechten. Der Teltowkanal 1976 und 2019. Mit dem Bau der A113 bekommt er neue Brücken. Die Anna-Nemitz-Brücke ist eine Stahlbogenbrücke über die neue Spätstraße. Eigentlich soll sie Neue Spätbrücke heißen und an den berühmten Gärtner aus Baumschulenweg erinnern. Doch dann einigen sich die Bezirksverordneten auf den Namen der Stadtältesten von Berlin. Der Hafen Britz Ost. Hier knickt der Grenzverlauf scharf nach rechts ab. Die Gegend um den Britzer Hafen 1976. Und heute. Links, versteckt hinter Bäumen auf Neuköllner Seite, ein schmuckes Bootshaus. Auf dem Dach flattert stolz die Vereinsflagge im Wind. Die Rudergesellschaft Viking gibt es seit über 120 Jahren. Rudern ist Teamwork. Im Mannschaftsboot ist die Mannschaft das Entscheidende. Und das fasziniert mich schon seit 60 Jahren. Eine Ausfahrt wie heute ist vor 30 Jahren undenkbar. Die Wikinger von der Neuköllner Seite des Teltowkanals treffen die Rudergemeinschaft von der Treptower Seite. Die Strecke nach Grünau hoch war voll befestigt und beleuchtet. Das heißt, wir hatten als Berliner Ruderverein die einzig, ich glaube sehr auf der Welt, die einzig beleuchtete Ruderstrecke. Und die Herren vom Wachregiment waren manchmal so freundlich und haben, wenn es dunkel war, mit ihrer Lampe zu unserem Steg geleuchtet, dass wir eben auch dort noch gut anlegen konnten. Rudern im Schatten der Mauer. Aufnahmen aus den 70er Jahren. Bis 1961 haben die Wikinger Mitglieder aus allen Berliner Bezirken. Und so die Wikinger, die vorher, also vor der Mauer bei Wiking waren, die konnten dann einfach nicht mehr in den Verein kommen. Die konnten nicht mehr in den Verein kommen. Und vom Wiking aus wurden immer Karten geschrieben, es wurden Päckchen geschickt. Das war also alles da, dass er sehr Kontakt mit den ehemaligen Ostmitgliedern war. Die waren also immer noch Mitglieder, ja, durfte sie aber nicht wahrnehmen. Die Wikinger sind heute Berlins sechstgrößter Ruderclub. Wenn sie bis Grünau fahren wollen, ist das kein Problem. Der Teltowkanal ist seit 10 Jahren wieder durchgängig befahrbar. Vor 30 Jahren endet die Ruderstrecke nach 6 Kilometern. Neue Brücke und ein Grenzstreifen, der Rad- und Wanderweg ist. Flug über Berlin, 1976 und heute. Vor dem Britzer Hafen biegt die Mauer scharf nach rechts ab. Am Abend des 5. Februar 1989 fallen hier 22 Schüsse. 9 Monate bevor die Mauer fällt,
wollen am Britzer Kanal der 20-jährige Chris Geffroy und sein Freund Christian den letzten Sperrzaun überklettern. Auf Weisung von ganz oben darf nicht mehr geschossen werden, sagen ihnen Freunde. Ein tödlicher Irrtum. Chris Geffroy wird das letzte Opfer des Schießbefehls. Eine Kaffeerösterei sendet seit den 80er Jahren ihr Aroma in den Osten. So riecht der Westen, denken nicht wenige. An Chris Geffroy erinnert eine Straße hier. Neuköllnische Allee, die Wiesen am Heidekampgraben, die Schatten tiefgrüner Bäume. Neukölln kann erstaunlich schön sein. Zur Sonnenallee. Berühmt macht sie ein Kinofilm. Die Gegend ist wieder im Dornröschenschlaf. Steine im Asphalt erinnern daran, dass es hier einmal eine Grenze gab zwischen Neukölln und Treptow. Die Sonnenallee ist länger als der Kuhdamm, aber jahrelang endet sie abrupt hier, am Grenzkontrollpunkt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November stürmen auch im Süden Berlins Tausende die Grenze. Ein Tag so schön wie heute, singen sie. Noch einige Monate ist der Kontrollpunkt Sonnenallee in Betrieb. Dann wird er abgerissen. Die Mauer entlang des Heidekampgrabens. Wer mit der S-Bahn zu DDR-Zeiten von Schönefeld in die Innenstadt fährt, sieht in der Ferne dieses Häusergebirge, die weiße Siedlung, Westen. Fast 1000 Kleingartenanlagen gibt es in Berlin. An der Kiefholzstraße reiht sich ein Schrebergarten an den anderen. Dazwischen Garagengemeinschaften. Flug über Berlin. 43 Kilometer durch die Stadt. Entlang der Innenstadtmauer. Noch einmal verlassen wir den direkten Grenzverlauf. Keine 500 Meter von der Mauer liegt der Treptower Park.
Ort einer spektakulären Flucht. Am frühen Morgen des 26. Mai 1989 tarnen die Brüder Ingo und Holger Bethge ihre beiden Ultraleichtflugzeuge mit Farbe und sowjetischen Sternen. Von Neukölln in den Treptower Park, wo sich Bruder Eckbert versteckt, sind es nur wenige Minuten. Doch dazwischen ist die Mauer. Jeder hatte so ein Nickname und ich hab ihm gesagt, Ödel, bist du da? Ja, Ödel, sagt er, ich bin da. Ödel, kannst du uns hören, Helle? Ich kann euch sehr gut. Okay, alles klar, wir sind unterwegs, ja, Helle. Ja, ich auch, okay. Ich sehe schon die Mauer vor mir, Helle. Ich werde warten, alles ist klar. Vor Jahren sind sie selbst aus der DDR geflüchtet. Jetzt wollen sie ihren Bruder nachholen. Ich bin links neben dir. Alles klar. Viel Glück hier in Mannhausen. Okay, wir sind gleich im Osten, Ende. Richtung Grenze wussten wir einfach geradeaus. Schön hell erleuchtet, konnte man nicht vorbeifliegen. Ja. Dann haben wir schon gedacht, oh, da ist die Grenze, sagst du. Ja, die werden schon glotzen, wa? Die haben auch geglotzt, weil die haben uns gesehen. Aber wir hatten riesengroßen Sterne dran. Wir hatten die so einen Camouflage-Anstrich bei den Flugzeugen gegeben. Und hatten auch selber Uniform an, so ein bisschen so nachgemacht. So ein paar Schulterstücken, auch so ein bisschen Militär-Touch, ja. Ingo Bethge kennt sich ein bisschen aus. Der Vater ist Major im Innenministerium, die Mutter Oberleutnant. An der Grenze wurde geschossen. Aber es gab auch Regeln. Man durfte nicht selber entscheiden. Zum Beispiel durfte man nicht auf Kinder schießen, auf Militär und auf Luftziele. Und wir waren ein Luftziel. Ja. Und da muss man erst anrufen. Und wenn man früh um 4 seinen Kompanieschef aus dem Bett jagt, ja, und der muss den Bataillonskommandeur anrufen, und der Bataillonskommandeur die Russen, da vergeht Zeit. Ja. 6 Minuten dauert der Flug. Dann sind sie über den Treptower Park. Ja, und dann bin ich von hier dann geflogen, hier rüber, bin dann ungefähr auf der Hälfte gelandet und die letzten 100 Meter gerollt. Und dann kam Ecki schon raus. Dann hat er gesagt, Ecki, nicht so schnell, nicht in den Propeller flitzen, na. Und ja, gedreht, Ecki eingestiegen, sagt er, mach schnell. Ich sag, ruhig, nicht, dass hier rausfällst, ja. Schnell wieder erst reingeschoben. Dann kamen die Bäume immer näher. Aber zu zweit ging's dann, also wir sind gut rübergekommen. Und dann direkt Linkskurve. Und dann Richtung Grenze. Das Manöver am Boden, Sekunden. Schnell sind die Flieger wieder in der Luft, Richtung Freiheit. Hey, 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 hey! Wir sind wieder drüben! Wir müssen kommen! Kein Alarm, keine Schüsse. Links von uns ist Springer, wir kommen gleich zum Checkpoint Charlie. Als Ziel haben sie sich eine repräsentative Wiese ausgesucht, die vor dem Reichstag. Wir haben 15 Minuten gebraucht, vom Start in der Brützer Mühle, Landung Treptow, Start Treptow und Landung vom Reichstag. Die hatten keine Chance eigentlich. Super, meine Denke reagiert auf jeder. Das ist herrlich, ey. Ja, so. Familie war wieder zusammen. So, nochmal eine Keule. Eckbart ist direkt auf die Knie und hat erstmal den Boden geküsst, ja, und hat sich gefreut. Ja. Und wir, bei uns fiel natürlich dann auch alles ab. Ja. Nach 14 Jahren sehen sich die Brüder Bethge das erste Mal wieder. Wir haben die Flugzeuge abgestellt und sind erstmal direkt, haben die stehen lassen und sind direkt erstmal ein Bier trinken. Ja.
Polizeibeamte entdecken die leeren Flugdrachen noch am selben Morgen. Spekulationen beginnen. Doch erst am nächsten Tag melden sich die Bethges auf der Polizeiwache am Bahnhof Zoo und erzählen ihre Geschichte. Wie gesagt, ist ein Teil unserer Lebensgeschichte so ein bisschen. Obwohl ich das nicht so herausragend finde, also es war nichts Besonderes. Ja. Wir hatten eine Idee, haben die gemacht und das hat geklappt. Ja. Bei vielen anderen hat es leider nicht geklappt. Über 60.000 D-Mark haben sie in die Flucht investiert. 6 Monate später fällt die Mauer. Einen Tag nach Mauerfall, am 10. November 1989, gibt Altkanzler Willy Brandt in seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus zu bedenken: Übrigens, liebe Freunde, ein Stück von jenem scheußlichen Bauwerk, ein Stück davon, könnte man von mir aus sogar als ein geschichtliches Monstrum stehen lassen. Wo war die Mauer? An der Kiefoldstraße, eine riesige Autobahnbaustelle. Die Treptower Straße entlang zur Heidelberger. Hier gibt es in den 60er Jahren besonders viele Fluchtversuche. Nur 18 Meter liegen zwischen den Kellern der Mietshäuser auf der einen und denen auf der anderen Seite. Oben ist der Todesstreifen. Tunnel werden unter der Heidelberger Straße in jenen Jahren gegraben. Harzer Ecke Heidelberger Straße 1967. Wenn ein Stück Mauer einbricht, sind die Grenzsoldaten zur Stelle. Sofort wird wieder aufgebaut. Neuköllner und Treptower können sich in die Fenster schauen. Noch in den 80er Jahren werden Häuser hier abgerissen, um freies Schussfeld zu bekommen. Für manche Westberliner ist die Mauer Normalität geworden. Unter den Geranien der Todesstreifen. Auf der Ostseite sind die Eingänge der Häuser zugemauert. Rein geht es nur auf der Rückseite. Mitten in der Stadt ist die Welt zu Ende. Durch dicht bebaute Viertel zieht sich die Mauer oft, aber nicht immer, aus weißen Betonplatten. Die Lohmühlenbrücke, Dreiländereck. Wie selbstverständlich treffen sich heute hier Neukölln, Treptow und Kreuzberg. In seiner eingemauerten Form nennen die Bewohner den Ort Lohmühlenzwickel. Harzer Straße und Kielufer enden an der Mauer. Entlang des Landwehrkanals fliegen wir weiter Richtung Osthafen. Links Kreuzberg, rechts Treptow.
Eine beliebte Ausgehgegend mit Clubs, Cafés, Badeschiff, Festsaal und Eventhalle. Die Lohmühleninsel zwischen Landwehrkanal und Flutgraben. Hier steht Berlins älteste Tankstelle, ein sanft geschwungener weißer Bau. Fast 100 Jahre alt. Die erste Zapfstelle in Berlin mit angeschlossener Raststätte. Der Ziegelbau daneben ist einst ein Zollhaus. Die Lohmühleninsel ist Peripherie, mitten in der Stadt. Am Flutgraben, Clublokale, Holzterrassen, Hütten. Hier kann man heute sogar nachmittags chillen. Und am Abend zieht die Gegend erst recht magisch an. Das Badeschiff ist die schöne Illusion vom Schwimmen in der Spree. Ein altes Containerschiff, ausgekleidet mit Schwimmbadfolie. Seit 2003 liegt es am Ufer mit Blick auf Berlins schönste Brücke. Die Oberbaumbrücke trennt einst zwei Systeme und eint heute zwei Stadtteile, Friedrichshain und Kreuzberg. Roter Backstein, Zuckerbäckertürme, Zinnen, Wappen aus Mosaiksteinen. Die Oberbaumbrücke fasziniert Berliner wie Touristen. Mit dem Mauerbau 1961 wird die Brücke gesperrt. Die U-Bahn-Linie 1 endet jetzt am Schlesischen Tor. Grenzposten. Drahthindernisse über und in der Spree. Auf Kreuzberger Seite stellt jemand ein Schild auf. Zum Mond geht's schneller. Die Oberbaumbrücke ist Grenzübergang für Fußgänger und bleibt ein gespenstischer Ort. Heute kann man das ganze Jahr unter der Brücke Straßenmusikern zuhören. Über der Brücke fährt längst wieder die U-Bahn-Linie 1. Wo andernorts in Berlin nicht mehr viel an die Mauer erinnert, hier zwischen Osthafen und Ostbahnhof ist sie zu fühlen, wenigstens ein bisschen. 1316 Meter hinter Landmauer, bemalte Wand am Spreeufer, Denkmal, Touristenattraktion, Historienkitsch, die East Side Gallery. Flug über Berlin, 43 Kilometer durch die Stadt. So sieht Berlin aus der Luft 1990 aus. Und so sieht die Stadt heute von oben aus. Der große weiße Speicher am Osthafen ist Kühlhaus für 50 Millionen Eier. Heute Deutschlandzentrale eines Medienkonzerns. Bruderkuss und ein die Mauer durchbrechender Trabi. Die East Side Gallery ist die längste Open-Air-Galerie der Welt. Dahinter strecken gestresste Touristen ihre Füße gern in den Sand. Von der Schillingbrücke Richtung Bethanien und Engeldamm. Die Baumreihen markieren den Verlauf der Mauer. Die St. Thomas-Kirche steht auf Kreuzberger Seite im Niemandsland.
Mit dem Mauerbau verliert die Gemeinde gut die Hälfte ihrer Mitglieder. Die Mauer trennt die Stadtteile Mitte und Kreuzberg hier nicht auf geradem Weg, aber durch eine natürliche Grenze, den alten Luisenstädtischen Kanal. Heute eine prächtige Parkanlage. Ein italienisch anmutender Blick, wenn man über das Engelbecken auf die St. Michael-Kirche schaut. Von der Kirche grüßt Erzengel Michael. Er gibt dem Engelbecken seinen Namen. Eine Gartenschönheit inmitten der Stadt. Das Engelbecken. In diesem Ödland zwischen Ost und West finden über Jahrzehnte nur die Kaninchen ihren Frieden. Das Engelbecken ist trockengelegt, Minenfeld und Todesstreifen. Heute kann man im Café am Wasser den Engelbeckenschock bestellen. Süßer Quark mit Obst. Verwinkelt schlängelt sich die Mauer durch Kreuzberg. Waldemarstraße, Luckauer Straße, Sebastianstraße. Wo alte Mietshäuser stehen, gibt es nun Townhouses. Für viele Westberliner ist ihre Stadt ein trotziges Selbstbekenntnis. Uns kann keiner. Für die, die hierher kommen, ist sie ein riesiges Freiluftlabor. Die ummauerte Stadt fühlt sich in Kreuzberg dörflich an, beschaulich und geborgen. Links der Moritzplatz, Westen. Nur ein paar hundert Meter entfernt ist der Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Monatlich passieren bis zu 3000 Lastkraftwagen die Schranken. Nahezu 90% des gesamten innerdeutschen Warenverkehrs werden hier abgewickelt. Der Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße ist die einzige Zollkontrollstelle für den Postverkehr zwischen West und Ost. Bürger der Bundesrepublik Deutschland dürfen hier nach Ost-Berlin einreisen. Slalomsperren sollen Fluchtversuche vereiteln. Flugaufnahmen aus dem Februar 1990. Der Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße, die Sebastianstraße mit Mauer. An der Grenze auf Ostseite befindet sich ein Schulgebäude mit Abhöranlage und Telefonzentrale für Grenzinformationsaufgaben. Damals natürlich streng geheim. Schauspielerin Stefanie Stappenbeck besucht als Kind diese Schule. Wir sind hier in der Sebastianstraße in Berlin an der City-Grundschule heißt sie heute. Und das war früher die Heinrich-Heine-Schule. Und da bin ich zur Schule gegangen vor fast 40 Jahren. In der Nähe wächst sie auf. Eine unbekümmerte Kindheit. Ich war also eines der Kinder, die unbedingt Schulkind werden wollten. Und dann war ich in der Schule auch ziemlich gut. Also es fiel mir leicht. Und ich glaube, meine Mutter hat mir neulich noch mal erzählt, dass ich, wenn mal irgendein Fehltag war und wir einen Tag länger bei der Oma bleiben wollten, dass ich immer gesagt habe, nein, ich will zur Schule. Also schien mir gefallen zu haben. Im ersten Stock ihr altes Klassenzimmer. Die
Die Gegend hat sich sehr verändert. Früher stand hier die Mauer. Und hier war der Todesstreifen, da unten, wo jetzt die Bäume sind. Und da drüben waren in viel weiterer Ferne Häuser, das war West-Berlin, das wussten wir auch. Hier war ja der Todesstreifen und das war irgendwie völlig normal und wurde gar nicht in Frage gestellt. Hat uns gar nicht so wirklich interessiert, erstaunlicherweise. Die Schule im Mauerstreifen. Also ich finde es wirklich verblüffend, wie normal das für uns war. Wir haben, glaube ich, auch nie, irgendwie Soldaten haben wir, glaube ich, nie gesehen. Ich kann mich erinnern, dass die Schulhofmauer wirklich die Berliner Mauer war. Und dass wir manchmal einen Ball irgendwie rübergeworfen haben, da kam der manchmal zurück und manchmal nicht. Ja, ist ganz bewegend. Ist ganz bewegend, wieder hier zu sein, nach so langer Zeit. Das Fotoalbum aus Schultagen. Erinnerungen. Stefanie Stappenbecks Einschulung. Das ist die Schrift von meiner Großmutter. Unerschütterlich auf dem Boden des Sozialismus. Standpunkt und Meinung der Pädagogen der Heinrich-Heine-Oberschule Berlin-Mitte. Aha. Das bin ich. In der Heinrich-Heine-Oberschule werden neue Pädagogikkonzepte erprobt. Stefanie Stappenbeck wird entdeckt. Es war so ein Klassenzimmer und dann weiß ich noch, saß ich so dritte, vierte Reihe, ein bisschen weiter hinten. Und dann kamen so Talentsucher vom DDR-Fernsehen rein und sagten, wir wollen Probeaufnahmen machen und du kommst mal mit, du und, oh, und du. Und dann war ich eine von denen und so ging's los. Ja. Dann habe ich einen Film gemacht mit 11. Mhm. Von der Mauer keine Spur mehr. Die Gegend ist angekommen im neuen Berlin. Unser Flug über Berlin führt weiter zur Axel-Springer-Straße, ehemals Lindenstraße. Im Haus mit der Nummer 43 wohnt ein schillerndes Paar. Besuch haben Danielle de Picotto und ihr Freund Dr. Motte oft. Sie ist Modemacherin, Musikerin und Malerin. Ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Danielle trifft ihre alte Freundin Fiona Bennett. Sie ist heute die bekannteste Hutmacherin der Stadt. Lustig, oder? Ja, unglaublich. Da kommen wirklich so alte Erinnerungen hin. Ja, total. Welche Etage war das? Dritte. Ja. Ich erinnere mich gut, da war irgendwie, ich glaube, das Küchenfenster. Genau. Und dann haben wir am Küchenfenster gesessen und was getrunken und den Wachturm beobachtet, der genau dort stand. Genau. Und haben diese Leute im Wachturm beobachtet. Genau, die haben uns mit Ferngläsern und die beobachtet. Saßen da mit Ferngläsern, genau. Ja. So nah. Ja. Ich dachte irgendwie, das wäre weiter weg gewesen. Nee, das war nah. Deswegen war das ja auch unheimlich, wenn die uns dann im Badezimmer beobachtet haben. Deswegen musste ich ja einen Vorhang hinhängen, damit die uns nicht beim Duschen zugucken. Ja. Ja. Aber das war hier auch wirklich so ein Gefühl von das Ende der Stadt. Ne? Ja. Ich fand das auch gut, weil ich das gut fand, dass man irgendwie so die Politik so sehen konnte. Ich kam ja aus Amerika und da war alles immer so gefährlich, aber man konnte nie das greifbar, also was eigentlich das Problem war. Und hier konnte man genau sehen, was los war. Da gab es eine Mauer, da gab es einen Osten und dazwischen gab es einen Todesstreifen. Okay. Da war ein Kindergarten gegenüber, den habe ich dann morgens gehört und dachte, die können hier nicht rüber. Mit dem Mauerfall öffnet sich den Freundinnen eine neue Stadt. Danielle de Picotto und Fiona Bennett entdecken Ost-Berlin
und die vielen Freiräume, die sich hier verstecken. Wir sind dann sofort eigentlich, nachdem das erste Mauerstück weg war und man durchlaufen konnte, sind wir dann durchgegangen, um genau das zu erforschen, was wir vorher gesehen haben. Und im Prinzip sind wir dann relativ schnell, also jetzt die Zimmerstraße parallel runtergelaufen, die hier ist, und haben das E-Werk entdeckt. Und haben dann auch, glaube ich, innerhalb vom ersten halben Jahr die ersten illegalen Rave-Partys da gefeiert. Und die ganze Gegend da sowieso war komplett leer. Und deswegen ist dann auch die ganze Clubszene da ganz schnell hin. Das war wirklich ein großes Abenteuer, das stimmt, mit dem Raum, dass dieser Raum plötzlich da war und dass man auch so ein bestimmtes anarchistisches Gefühl eigentlich hatte, dass alles ist möglich. Also es war ja auch nichts unter Kontrolle. So schnell ging das alles gar nicht. Und wir haben dann irgendwie eine unglaubliche Welle an Partys und Ausstellungen und Konzerten organisiert. Die Stadt sprudelt vor Kreativität. Die Freundinnen feiern das Leben. Bis heute prägt das Axel Springer Hochhaus die Gegend. ...1969 meldet die hauseigene Morgenpost eine neue Leuchtschrift zur Nachrichtenübermittlung für die Ostberliner Bevölkerung wird zurzeit auf einem Hochhaus an der Kochstraße nahe dem Checkpoint Charlie montiert. Die etwa 2 Meter großen Buchstaben werden am Alexanderplatz und in der Frankfurter Allee noch gut zu sehen sein. Die Existenz der DDR erkennt Springer nie an. Berlins bekanntester Grenzübergang, der Checkpoint Charlie. Die unter Touristen populärste Geschichtsmeile führt vom Pariser Platz hierher, zum Checkpoint Charlie. Am Morgen des 27. Oktober 1961 fahren Schützenpanzer und Jeeps der US-Armee an der Friedrichstraße auf. Die sowjetische Besatzungsmacht bringt T-54-Panzer in Stellung. 3 Tage blickt die Welt sorgenvoll auf den Checkpoint Charlie. Dann ziehen die Panzer ab. Falscher Soldat, Mauerpanorama und Nachbau des Wachhäuschens. Der Ort ist eine Art Disney-Version der Erinnerung. Der Checkpoint Charlie ist Grenzübergang der Alliierten. Präsident Kennedy macht ihm 1963 seine Aufwartung. Die Zimmerstraße wird hinter der Wilhelmstraße zur Niederkirchner. Links der Gropiusbau mit Mauer vor der Haustür. Drinnen heilige Hallen der Kunst. Mit Rechtskurve zum Potsdamer Platz. Den Potsdamer Platz gibt es auf keiner DDR-Karte. Stacheldraht, Zäune, spanische Reiter. Mit dem 13. August 1961 wird der Potsdamer Platz zum Niemandsland. In den Wochen danach zementieren Grenz- und Volkspolizei mit der Aktion Igelsperre die Teilung der Stadt. Der einst verkehrsreichste Platz Europas, jetzt fast lautlos. Hochhaustürme aus Glas und Klinker. Heute ein Weltstadtplatz. US-Bahnen einst durchrollen ohne anzuhalten, steigt man längst wieder aus.
Der neue Potsdamer Platz ist ein Wahrzeichen des neuen Berlins. Das berühmteste Hotel am Platz ist das Esplanade. Mit Mauerbau wird es zum Schafstall. Im Frühsommer 1988 besetzen Umweltschützer, Punks und Autonome das Lené-Dreieck am Potsdamer Platz. Ein Stückchen Land, das zum Osten gehört, aber im Westen liegt. Ein Biotop mit Wildwuchs und bedrohten Pflanzen. Autonome und Polizei liefern sich Auseinandersetzungen. Mittendrin Hans-Georg Lindenau. Die Jungautonomen, die kamen auf die Idee, dann einfach zu sagen, ja, wenn der Osten im Westen ist, und dann können wir ja auch eben da drauf, ne? Und dann kam die Fopus und haben dann halt festgestellt, dass sie immer wieder, wenn sie hinkamen und die weggeräumt haben, die immer wieder kamen, ne? Und sie dann nicht viel machen konnten. Und dann war es denen egal. Und ja, so ist dann plötzlich daraus eine vielfältige Bewegung geworden. 200 Menschen leben in Zelten und Bretterhütten auf der Brache. Per Gebietsaustausch soll die bald an West-Berlin gehen. Der West-Berliner Senat duldet keine Besetzer. Die Lage eskaliert. Ein Ausweg wird gesucht. Rüber über die Mauer? Die Mauer war für mich faszinierend. Ich habe sofort mit den Fopus Kontakt aufgenommen und denen klar gemacht, dass ich da auch rüber will. Ne? Dann sie dafür eben gut dastehen können, weil sie den vom Westen gejagten armen Jugendlichen dann eben Asyl geben. Am Morgen des 1. Juli 1988 rücken 900 Polizisten an. Dann kam plötzlich Unruhe. Ne? Halb fünf, um sechs durfte ja offiziell erst geräumt werden, bin raus und schon habe ich das Mikrofon in die Hand genommen. Dann ist hier ausgewiesen! Wir fordern die Besetzer des Lené-Dreiecks auf, das Hoheitsgebiet der DDR zu verlassen. Ich sagte, jetzt wird organisiert. Es gibt eine Mauergruppe, es gibt eine Gruppe, die entscheidet, wieder in den Westen zu wollen, und es gibt eine Gruppe, die in den Osten will. Ne? Wir entscheiden das jetzt. Viele Leute aus dem Osten fragen mich, HG, was soll das? Vertraust du denen? Sagte ich ja. Und ich habe die Sicherheit gekriegt, dass die im Osten darauf vorbereitet sind und uns Asyl geben. Ne? Die Massenflucht ist ein Happening. Vor Kameras und mit Jubelgesängen. Für die 182 Flüchtlinge gibt es in der Betriebskantine der Stasi Frühstück. Dann geht's zurück in den Westen. Der Potsdamer Platz ist in den 90er Jahren die größte Baustelle Europas. Ein Stadtquartier entsteht mit neuen Gebäuden, 10 Straßen, einer Piazza, Vergnügungspalästen und Hotels. Im Luxushotel Ritz-Carlton weiß man immer, wo in Berlin etwas los, wer gerade angesagt ist und was man gesehen haben muss. Die Gedenkstätte Berliner Mauer, gerne, nehmen Sie Platz. Chefkonzierge Thomas Munko hilft gern weiter. Für die Menschen, die im Ostteil der Stadt gelebt haben, die rote Linie zeigt nochmal den Mauerverlauf. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Den nehmen Sie mit, selbstverständlich. Natürlich kennt er die Geschichte seines Arbeitsortes. Ja, viel Spaß. Der Potsdamer Platz war ja schon in den 20er Jahren einer der größten Knotenpunkte und auch Verkehrspunkte Europas. Und ich finde, er hat von dieser Bedeutsamkeit wieder einiges zurückbekommen. In der Zwischenzeit war er wie lahmgelegt. Hat im Grunde genommen die eigentliche Bedeutung in der Zeit tatsächlich verloren. Nach Kriegsende zerstört. Fast alle historischen Gebäude werden im Laufe der Jahre abgerissen. Nur Weinhaus Hut und Teile des Esplanat bleiben.
für mich hat es den Eindruck, dass an der Mauer im Grunde genommen das Leben, so wie ich es kannte, als Westberliner Junge irgendwie aufhört. Das Leben ist zurückgekehrt. Amüsement, Mauer und ein Nachbau der ersten Ampel Deutschlands. Also ich glaube, als Hotel kann man keine bessere Lage haben als hier am Potsdamer Platz, weil was hier alles in der Nähe an Geschichte passiert ist, ja, da versuchen im Grunde genommen zwei getrennte Teile wieder zu einem zu werden. Heute kommen gut 100.000 Menschen täglich zum Potsdamer Platz, zum Vergnügen oder zum Arbeiten. Ein paar wohnen auch hier. Flug über Berlin, entlang der Innenstadtmauer. Vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Das Holocaust-Mahnmal, Erinnerung an 6 Millionen ermordete Juden. Die amerikanische Botschaft. Das Brandenburger Tor in der Mitte Berlins. Es ist Symbol der Teilung, aber noch viel mehr Symbol der Einheit Deutschlands. Jeden Tag kommen Massen hierher. Pärchen machen Selfies mit Victory-Zeichen. Reisegruppen schauen staunend zur Quadriga. Am Morgen des 13. August 1961, um 1 Uhr in der Früh, wird der Stacheldraht am Brandenburger Tor ausgerollt. Genau 10.316 Tage wird die Mauer Berlin teilen. Vor dem Reichstag spielen in den 80ern Musiker gegen die geteilte Stadt an. David Bowie, Pink Floyd, Genesis. Der Reichstag ist heute Sitz des Bundestages. Im Sommer 1988 durchschwimmen an dieser Stelle drei Männer und eine Frau die Spree und können sich ans Westberliner Ufer retten. Die beste Art, Berlin zu betreten: Ankommen im Palast der Züge. Im Mai 2006 bekommt die Stadt ihren Hauptbahnhof. In Sichtweite an der Straße Altmoabit, das Innenministerium auf der einen und ein kleines Haus mit altfränkischem Fachwerk auf der anderen Seite. Es steht schon hier, als es drumherum nicht viel mehr gibt. Das Restaurant Paris Moskau ist Gasthaus seit über 120 Jahren. Erst Kutscherkneipe für Reichsbahner, Dienstboten und Kofferträger. Nach dem Krieg übernimmt Mutter Busch, eine legendäre Berliner Wirtin. 1984 kommt Wolfram Rietschel. Dieses Haus war zum Verkauf, aber es stand auf Eisenbahnland. Also das Haus wurde mein Eigentum. Das Land konnte ich nicht erwerben. Aber da wir ja glaubten, die Mauer würde ewig stehen, schien es auch so, dass dieses wackelige Konstrukt dieses Vertrages auch für ewig bestehen würde. Weil es hätte ja nur verändert werden können durch eine Wiedervereinigung, die ja undenkbar erschien. Rietschel nennt sein Haus Paris-Moskau. Morgens und abends rollt schließlich der Paris-Moskau-Express direkt am Haus vorbei. Das Restaurant ist Treffpunkt der russischen Exilgemeinde. Dann kommt der 9. November 1989. Und war dann doch sehr komisch. Wir haben hier kein Radio gehört. Plötzlich kamen so gegen 22 Uhr große Mengen von Menschen hier an und fragten, wo es zum Kudamm ging an diesem denkwürdigen 9. November 1989. Und dann haben wir eigentlich von diesen Menschen erst erfahren, dass die Mauer auf ist. Weil Radio hören wir hier nicht, also während der Arbeit. Und dann haben wir diesen Leuten natürlich hier Getränke ausgegeben, insbesondere Sekt. Damit haben wir dann schief gelegen, weil der entsprechend viel zu trocken war.
Wir mussten dann alle verfügbaren Liköre da reinkippen, um die Geschmacksrichtung erstmal zu treffen. Und dann war es natürlich eine große Verbrüderung. Ich bin hier in der Nähe in meiner Wohnung aufgewacht mit irgendwie 24 neuen Bekannten, die da auch alle übernachtet haben. Ja. Von nun an ist alles im Wandel. Aus dem Lehrter Stadtbahnhof wird ein Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist eine Erfolgsgeschichte. Im Großen und Ganzen ist das ein sehr schönes Objekt und bringt uns viel. Hat die Gegend extrem aufgewertet, weil Tiergarten, Mitte, dieser Teil bis hin zur Charité war ja langweilig. Keine Geschäfte, schlechte Wohnsituationen, runtergewirtschaftet, sicherlich billige Mieten, Brachflächen. Jetzt haben wir so eine innere Kolonisation oder sowas. Jetzt werden plötzlich diese Flächen aufgerollt. Ne? Anfangs des Jahrtausends ein skurriler, ein irgendwie verlorener Ort. Seit 2015 gibt es neue Nachbarn. Dann hat man allerdings in einer sehr kurzen Zeit dieses ansprechende Gebäude mit seiner liebevollen Rasterfassade hier errichtet. Freundlicherweise, das ist jetzt keine Ironie, zu unserer Seite hin nur 4 Etagen, das steigt nach Süden an auf 8 Etagen. Das ist eigentlich sehr nett. Umgekehrt wäre es für uns viel schwieriger zu ertragen. So ist es eigentlich ein sehr guter Nachbar. Kanzler Schröder kommt gern zum Essen, auch der Schweizer Botschafter. Also wir haben sehr viele Diplomaten hier. Von den vergangenen Kanzlern und Kabinetten war alles hier, was man da an Namen aufzählen könnte. Und die Präsidenten sowieso. Ja, genau. Wir kennen sie alle. Der Hauptbahnhof. Und daneben der Humboldthafen. Rechts die Charité. An der Sandkrugbrücke der Grenzübergang Invalidenstraße. Um 23.30 Uhr gehen am 9. November die Tore auf. Von der Invalidenstraße fliegen wir dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal entlang. Der ergraute Wachturm in der Kieler Straße ist Gedenkstätte für den ersten Mauertoten Günther Litfin. Westberliner Transportpolizisten können am 24. August 1961 nur noch den Leichnam des jungen Mannes bergen. Er hatte versucht, in die Freiheit zu schwimmen. Der Nordhafen. Flugaufnahmen vom Februar 1990. Das Regierungskrankenhaus der DDR. Und dahinter das Erika-Hess-Eisstadion auf Weddinger Seite. Die Chausseestraße. Früher und heute. Der Grenzübergang ist einer von 7 zwischen Ost- und West-Berlin. Wir folgen der Mauer zwischen Mitte und Wedding zur Liesenstraße. Rechts der alte Domfriedhof der Hedwigsgemeinde. Am nördlichen Ende die Liesenbrücke. Die Natur ist zurückgekehrt. Spontan Vegetation lässt sich beobachten. Ein lichtes Birkenwäldchen entsteht. Manchmal kann man sogar den Sperber entdecken. Flug über Berlin. Links die Stadt 1990. Rechts die Stadt heute. Die Bernauer, oft Schicksalsstraße zwischen Ost und West genannt.
Wir starten am Nordbahnhof. Von hier aus ist die Bernauer Straße gut zu erreichen. Der Straßenzug ist ein 1,4 Kilometer langer Gedenkort. Die Bernauer ist Grenzstraße zwischen Mitte und Wedding. Das Mauerensemble besteht aus Denkmal, Aussichtsturm, Freiluftausstellung, Dokumentationszentrum und Kapelle der Versöhnung. '61 gehen die Bilder aus der Bernauer um die Welt. Abschiede, Fluchtversuche. Wenn Sie bei uns zu Hause aus dem Fenster geguckt haben, waren Sie mit dem Kopf im Westen und mit dem Hintern im Osten, wird später die SPD-Politikerin Regine Hildebrandt die Situation in ihrer Straße beschreiben. Die Fenster zugemauert, die Häuser zwangsgeräumt. Die Versöhnungskirche an der Bernauer, noch steht sie da. Der Blick vom Westen in den Osten ist für Touristen eine Attraktion. Die Kirche im Todesstreifen wird im Januar 1985 gesprengt. Schöner Wohnen in Mauernähe. An der Ecke Bernauer-Strelitzer Straße entstehen 16 Reihenhäuser. Also man hatte ja die Mauer selber, den Postenweg dazwischen, den Streifen, den man Todesstreifen nennt, eben mit diesem gehakten Sand und den entsprechenden Abwehrmaßnahmen. Und dann gab es immer einen Streifen, wo man normalerweise nicht hin konnte. Und das ist hier ein Bereich dieses Streifens, der dann nach 89 Brache war und in den 90er Jahren bebaut werden konnte. Ja, zum Anfang war das natürlich irritierend, diese Aussage direkt auf der Berliner Mauer oder auf dem Streifen. Auf der anderen Seite, als wir uns das dann angesehen haben, war das natürlich noch nicht die Gedenkstätte, sondern es war ein Stück Brachland. Und insofern hatte ich eigentlich kein schlechtes Gefühl. Ein 210 Meter langer Mauerrest. Wachturm, Stelen, die Mauer symbolisieren. Das ist natürlich ein Stückchen sehr starker Geschichte. Und es sind ja jeden Tag auch sehr, sehr viele Besucher hier, Gäste der Stadt Berlin, Touristen, Berliner, Berlinerinnen, Schulklassen, viele, die sich diese Geschichte ansehen und die das immer noch mit ganz, ganz großer Neugierde und Spannung aufnehmen. Insofern, ja, es ist ein toller Ort und ich finde immer noch, dass die Gedenkstätte, die hier geschaffen wurde, auch sehr schön zeigt, die Dramatik der Berliner Mauer, aber auch die Freude und das Glück der Überwindung dieser Mauer. Und beides gehört hier zusammen. Die Schröders leben gern an der Bernauer, trotz Mauer vor der Tür. Ich glaube, die Fakten zeigen ja sehr gut, dass sich Menschen in der Lage sind, auch im Widerstand so zu entwickeln, dass sie auch ganz grundlegende Dinge ändern können. Also Dinge, von denen man davon ausgeht, dass die nie änderbar sind, sind durch kleine Schritte, durch kleines Bohren verändern, irgendwann dann doch so weit, dass sich auch Dinge grundlegend ändern, dass zum Beispiel eine Mauer fallen kann. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die viele hier mitnehmen, die Leute berührt, beeindruckt. Freiheitswille. Wir fliegen weiter. Die Bernauer hinauf Richtung Mauerpark.
Noch 2018 werden Forscher am Eingang des Mauerparks fündig. Sie stoßen auf einen Tunnel, den Fluchthelfer aus dem Westen in den Osten graben. Flugaufnahmen von 1990. Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. 2020, der Abriss. Die Ecke zur Oderberger Straße. Hier wohnt der Szenenbildner Björn Nowak. An die Wohnung kommt er durch Zufall. Im Januar 1990 stürmen Bürger die Zentrale der Staatssicherheit in der Normannenstraße. Sie wollen verhindern, dass Akten verschwinden. Dabei machen sie eine interessante Entdeckung. Freunde von mir haben bei der Stasi-Auflösung was gemacht. Und da ich damals eine größere Wohnung suchte, gab mir einer einen Tipp und sagte, hey, in der Oderberger Straße sind ganz viele Stasi-Wohnungen. An der ehemaligen Mauer. Und daraufhin habe ich mich hierher bewegt, bin irgendwie in dieses Haus reingekommen und haben schon mal vorsondiert sozusagen und haben dann rausgekriegt, dass hier eben die oberen Wohnungen frei sind, die zwei. Und dann sind wir hier nochmal am 1. April hergekommen und haben die sogenannt besetzt. Aus der Besetzung wird ein Dauerzustand. Er meldet Strom, Gas und Wasser an. Und dann gab es einen sogenannten Hauswart. Und der hatte eben auch das sogenannte Hausbuch. Und den habe ich dann auf der Treppe mal getroffen. Und was machen Sie hier in dem Haus? Wohnen Sie jetzt hier? Oder sage ich, ja, ich wohne im vierten Stock. Daraufhin sagte er, na, das werde ich mal überprüfen. Zum Glück war ich vorher aber schon bei der kommunalen Wohnungsverwaltung, hatte ja meinen Einbruch oder meine Besetzung sozusagen gemeldet. Und es lief dann dieses Verfahren. Und dann habe ich eine Strafe bekommen. Und dann durfte ich hier bleiben. Der Prenzlauer Berg ist heute schicke Wohngegend. Damals ist er ein grauer Arbeiterbezirk. Ja, hier habe ich eine Ordnungsstrafverfügung sozusagen, meine Strafe, noch gefunden. Und ja, mit der durch Sie herbeigeführten Situation sind die Möglichkeiten der Versorgung von wohnungssuchenden Bürgern im Stadtbezirk Prenzlauer Berg weiter kompliziert. Ja, das war sehr kompliziert. Ja, 52 D-Mark war aber viel auch, am 27.08.1990, kurz nach der Währungsunion. Die Vormieter sind Stasi-Leute. Hier in der Wohnung hatte ich dann beim Tapezieren und beim Aufräumen sozusagen so ein, ja, also, weiß nicht, Notizen gefunden. Keine Ahnung. Viel Kauderwelsch, aber eben unter anderem eben viel Namen von Familien, weil die richtig beobachtet wurden scheinbar. Und zum Beispiel auch eine Quittung. Hiermit bestätige ich, dass die Übernahme eines Doppelglases, Ferngläser, braucht man dann. Von der Wohnung im obersten Stock ist das Grenzgebiet gut zu überblicken. Komischerweise, die Grenze gibt es immer noch. Also da drüben wohnen eben andere Leute und hier wohnen die Leute. Also ist komisch. Also ist so, da drüben ist man selten. Da drüben, da ist Wedding. Der Mauerpark ist für die Leute im Kiez Treffpunkt. Für Touristen ist er in Berlin Hotspot. Am Sonntag ist Flohmarkt für alle. Der Gleimtunnel, der gar kein Tunnel ist, sondern eine Bahnunterführung. Nach dem Mauerbau schickt der Westen VW-Busse mit ausfahrbaren Türmen an den Gleimtunnel. Der Osten den roten Hugo. Kalter Krieg per Lautsprecher. Behmstraße und Rudolf-Wissell-Grundschule.
Die Mauer zwischen den S-Bahn-Gleisen nennen die Berliner Ulbricht-Kurve. Grenzübergang Bornholmer Straße. Der Mauerfall macht die böse Brücke an der Bornholmer Straße weltberühmt. Heute fahren wieder Straßenbahnen über die Brücke. Am Abend des 9. November 1989, kurz nach 23 Uhr, gibt Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl: Macht den Schlagbaum auf. Unterhalb der Brücke sind die Kleingärtner von Bornholm 1 und Bornholm 2 zu Hause. Ruhig ist es hier zu Mauerzeiten, wenn man einmal vom sonntäglichen Rückreiseverkehr in den Wedding absieht. Ich hätte um Mitternacht noch Zeitung lesen können, denn die Grenzbeleuchtung war ausreichend. Das reichte hin. Allerdings hatte ich um Mitternacht nicht Zeitung lesen können, denn wir mussten spätestens zu 10 Uhr nachts die Anlage verlassen haben. In Bornholm 1 gibt es klare Regeln. Die Außentüren waren verschlossen, mussten verschlossen sein. Und oberstes Gebot, keine Leiter im Freien unbeaufsichtigt lassen. Ich habe einmal verstoßen, es hätte mich fast die ganze Bemühung um den Garten zunichte gemacht. Dort war man sehr streng. Der Bahnhof ist geschlossen. Die S-Bahn fährt ohne Halt durch. Auf der Brücke markiert ein weißer Strich die Grenze zwischen Ost und West, zwischen Prenzlauer Berg und Wedding. Bis zum Abend des 9. November 1989. Da kam dann eine Reportage nach der anderen. Da war irgendwas dann mit, halt dann wohl so erstmal nur so halb vernommen, nicht richtig hingehört, weil die Grenzen sind ab sofort offen. Jede Stunde laufen 20.000 Menschen in dieser Nacht über die böse Brücke. Freude, trunken, jubelnd. Ganz genau, dass es ein Donnerstagabend war, weil ich musste ja Freitag arbeiten, dass ich mit drüber bin. Drüben wurden wir herzlich empfangen. Der eine Kneiper machte wieder auf, der andere Kneiper machte auf, schenkte erstmal eine Runde aus, eine Runde Bier, eine Runde Sekt und weiß der Geier was. Also es war ein herzlicher Empfang. Oh, naja. Und ich hatte dann so auf die Uhr geschaut, ich sage, morgen früh, du musst wieder arbeiten hier. Und ich sag mal so, es fehlte nächsten Morgen nicht einer. Es waren alle da. Flug über Berlin. 43 Kilometer durch die Stadt, der einstigen Mauer entlang. Weiter Richtung Norden zur Wollangstraße. Die Wollangstraße liegt für viele Jahre zur Hälfte im östlichen Pankow und zur anderen im Wedding. Der S-Bahnhof ist ein politisches Kuriosum. Er liegt genau auf der Grenze zwischen den Systemen, ist aber nur von der Westseite aus erreichbar. Westberliner, die mit der S-Bahn fahren, betreten exterritoriales Gebiet.
Der S-Bahnhof gehört Ostberlin. Am 12. November 1989 ist der Spuk vorbei. Die Brücke ist wieder offen. Versteckt unter Grün die Panke. Im Volkspark Schönholzer Heide ist man heute für sich. Die Vision der Stadtplaner, ein grünes Band bis hinauf in den Naturpark Barnim. Neue Freiflächenbiotope, Kleingehölze, die gepflanzt und Wiesen, die angelegt werden. Am Bahnhof Wilhelmsruh hält früher die Heidekrautbahn. Mit der fährt der Berliner gern raus ins Grüne. Bald soll das wieder möglich sein. Ein Regionalbahnhof ist geplant. Der S-Bahnhof Wilhelmsruh ist zu Mauerzeiten eine sogenannte moderne Grenze. Starke Bogenlampen machen ihn nachts taghell. Die Grenze im Norden Berlins wird immer wieder aufwendig gesichert. Der wichtige Staatsbetrieb Bergmann-Borsig ist in der Nähe. Fluchtversuche sollen verhindert werden. Wir fliegen weiter Richtung Norden. Faszinierend von oben. Das kreisförmige Rundwohnhaus an der Schorfheidestraße Ecke Quermatengraben. Rechts in den Nordgraben und wir sind im Märkischen Viertel. Als Baumstadt konzipiert, als städtebauliche Zukunft gepriesen. Bunte Klötze, hohe Wohnmaschinen. Im Norden Berlins entsteht in den 60er Jahren eine Stadt, die 1974 so viele Einwohner hat wie Göttingen vor dem Krieg. 50.000 Menschen. Das Märkische Viertel will ein unübersehbarer Beweis für das Selbstvertrauen Westberlins sein. Pankow ist gleich gegenüber. Die Berliner taufen das Viertel Papageiensiedlung wegen der Farben. Flugaufnahmen von 1976. Die Gegend hat nicht den besten Ruf. Dealer, Drogen. Rapper Sido schreibt ein Lied darüber. In einem der Hochhäuser wächst Benjamin Köhler auf. Der Junge, den alle Benny nennen, will ein großer Fußballer werden. Für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, für Union in der zweiten. 2015 erkrankt Benjamin Köhler an Lymphdrüsenkrebs und kämpft sich zurück ins Leben.
Märkisches Viertel, Treuenbrietzener Straße. Ja, hier ist meine alte Heimat. Viel verändert. Da oben im dritten Stock habe ich gewohnt. Habe ich früher meine Mutter immer gerufen, wenn sie mir was zu essen runterschmeißen musste. Ja, und hier haben wir eigentlich morgens bis abends unsere Freizeit verbracht. Fußball gespielt, Fangen, Verstecken, Murmeln, alles Mögliche. Hausnummer 31, ja. Jetzt ist auch noch ein Schild, bitte nicht beispielen. Sowas gab es ja früher nicht. Ja. Also so, so tot war es früher nicht hier. Weil die Kinder waren immer gleich unten morgens. MV, sagen die Bewohner zu ihrem Viertel. Von hier sieht man weit in den Osten hinein. Da, wo das weiße Gebäude ist, ein Stück dahinter, schräg rüber. Ja, also 100 Meter entfernt. Gegenüber liegt Rosenthal, Kirche, Friedhof, dörfliche Idylle an der Mauer. Im Juli 1973 fallen Schüsse, als drei Flüchtlinge versuchen, die Mauer zu überwinden. Aus Protest hängen die Bewohner des Märkischen Viertels 100 schwarze Tücher aus den Fenstern. Für uns damals war das einfach eine Mauer halt, ne? Also gar nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Und dann damals, als die Tore offen waren, ja, und dann war hier, kann ich mich halt noch daran erinnern, war hier ein kleines Loch in der Mauer. Die haben wir dann ein bisschen größer aufgehauen. Und dann sind wir durchgeklettert, ja, und haben uns das mal da drüben angeguckt, weil Straßenbahn kannten wir gar nicht. Ja, dann sind wir mal ein paar Stationen mit der Straßenbahn reingefahren und war dann halt für uns auch interessant, was auf der anderen Seite los ist, wie es da aussieht. Das ist eine Geschichte, ne, die wir miterlebt haben und ja, 30 Jahre her jetzt. 30 Jahre her jetzt. Flug über Berlin. Wo stand die Mauer? Viele werden weiter nach ihr fragen.